Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Dario von Hasebikes und in diesem Video möchte ich euch das Faltfahrdeck sowie den Poncho vorstellen. Diese beiden Zubehöre haben wir entwickelt, damit ihr auch bei schlechten Wetterbedingungen oder Regen trocken ans Ziel kommt. Das Faltfahrdeck lässt sich in Sekundenschnelle aus der Tasche nehmen und montieren. So schützt es eure Beine und den Oberkörper vor Regen und hält durch seine Konstruktion auch den Fahrtwind ab. Maximalen Wetterschutz erreicht ihr durch den ergänzenden Poncho. Er sorgt dafür, dass ihr auch bei widrigsten Bedingungen rundum trocken bleibt. Ist der Regen dann vorbei, lässt sich das Verdeck genauso schnell wieder verstauen und ihr könnt das Open-Air-Feeling eures Trikes weiter genießen. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze montiert wird. Als erstes müsst ihr die Befestigungspunkte an eurem Rad installieren. Da die Installation modellspezifisch ist, folgt bitte den einzelnen Schritten der Gebrauchsanweisung. Jedem Set liegt ein passendes U-Rohr sowie die seitlichen Befestigungspunkte bei. Um das Faltfahrdeck anzubringen, müsst ihr es mit dem Gelenkkopf in das U-Rohr einführen. Vergewissert euch, dass es fest eingesetzt ist. Greift dann die äußeren Stangen und faltet das Verdeck fächerförmig auf. Die beiden Enden des Verdecks werden dann in den seitlichen Metallverschlüssen eingehakt. Ist das Verdeck am Trike angebracht, lässt es sich einfach an den Fahrer oder die Fahrerin anpassen. Löst dazu die M6er-Schraube zur Klemmung des Seitenrohrs. Die Höhe wird durch Verdrehen der Seitenrohre eingestellt. Der Metallverschluss muss nach der Verstellung im 90-Grad-Winkel zu den Verdeckrohren stehen. Durch seitliches Verschieben der Rohre könnt ihr die Breite des Verdecks variieren, um zum Beispiel genügend Beinfreiheit beim Pedalieren zu erreichen. Achtet auch darauf, dass die Lenkbewegung nicht eingeschränkt wird. Neben dem Wetterschutz gibt es eine weitere Besonderheit an dem Faltfahrdeck, die Windabrisskante. Sie ist mit einem Metallband stabilisiert und sorgt dafür, dass der Fahrtwind über den Kopf hinweggeleitet wird. Achtet bei der Höheneinstellung darauf, dass ihr dennoch genug freie Sicht nach vorne habt. In den nächsten Schritten zeige ich euch, wie ihr den Poncho anbringt. Dazu öffnet ihr das Verdeck an einer Seite und hängt den Poncho mit den Klammern in die mittleren Rundrohre ein. Um den Poncho auch seitlich am Verdeck zu befestigen, schließt ihr es am besten und führt die Schlaufen über die hinteren Enden. Zum Einsteigen müsst ihr zuerst den Reißverschluss des Ponchos von innen aufmachen und dann den Metallverschluss des Verdecks öffnen. Nehmt dann Platz auf dem Trike, schlüpft mit dem Kopf durch die Ponchoöffnung und schließt das Verdeck wieder. Bei Bedarf könnt ihr euer Gesicht, Ohren und Nacken durch den hohen mit Neopren gefütterten Kragen schützen. Der Poncho bietet durch seine Konstruktion optimale Bewegungsfreiheit und passt sich eurem Körper an. Auch das Anzeigen von Richtungswechseln ist weiterhin möglich. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Eine ausführliche Gebrauchsanweisung zum Faltfahrdeck und Poncho haben wir euch unter diesem Video verlinkt. Weitere Informationen zu unseren Produkten findet ihr unter hasebikes.com.